Juhu, Leute, ich halte hier etwas in den Händen, für das mich wahrscheinlich viele von euch wahnsinnig beneiden. Allerdings kommt es ja hauptsächlich euch zugute, denn ihr wisst, ich habe wenig Zeit, privat irgendwelche Videospiele zu spielen. Was schade ist, aber ganz ehrlich, dieses Erlebnis, mit euch zusammen Videospiele zu spielen, mit euch zusammen Spiele zu entdecken und zu genießen, mit den Kommentaren zusammen, ist sowieso das Beste am Zocken, finde ich persönlich jedenfalls. Und da kommt es natürlich auch sehr gelegen, dass ein ziemlich cooles Spiel mit dem Release von der Nintendo Switch auf den Markt kommt, nämlich The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und ich möchte euch jetzt fragen, wie ihr diesen Content gerne auf meinem Kanal sehen möchtet. Ich habe mir vorgenommen, dass wir diese Kamera dafür benutzen, dass wir Webcam-Content haben, nicht das Spiel überdeckend, nicht in Cutscenes, sondern reingecuttet, wenn es passt, ganz klein, vielleicht in einem runden Kreis quasi, irgendwo, wo es gerade hinpassend ist, wenn es gerade nicht passt, ohne die Webcam natürlich, das Ganze ein bisschen rollenspieltechnisch aufzuziehen oder halt, wenn ihr wollt, nicht rollenspieltechnisch, sondern halt super casual, derpy, wie ihr das von mir gewöhnt seid, wenn ich da durchgehe, dann halt einfach nur sit, hut, hi! Ich mag zwar nicht Looks Like Link sein, aber ich bin Sound Like Link. Das ist eigentlich nichts, worauf man stolz sein kann. Jedenfalls möchte ich dieses Abenteuer mit euch zusammen erleben, zusammen mit euch erkunden. Ich werde es nicht vorweg spielen. Es wird blind. Das bedeutet, es wird sowieso derpy. Jetzt ist meine Frage: Könntet ihr euch an The Legend of Zelda Breath of the Wild Let's Play blind vorstellen als Abendprojekt, also als Einschlafprojekt? Ich nenne sowas mal Einschlafprojekte, weil Let's Plays, die über eine gewisse Zeit hinweg gehen, so über 20 Minuten, 30 Minuten, 40 Minuten sind für mich Let's Plays, die schalte ich abends ein, wenn ich einschlafen will. Ich weiß, das sind so meine 40, 50 Minuten, die habe ich noch, bis ich einschlafen möchte. Meistens schlafe ich dann halt vorher ein. Heißt, ich würde es versuchen, die Videos auch so zu gestalten, dass wir den spannenden Kram, so gut es geht, die spannenden Sachen und die aufregenden Sachen am Anfang haben und das Open World rumgedörpe so zum Ende hin, sodass man so einschlafen kann. Heißt auch, ich schalte dann am Anfang Werbepausen, ja, vielleicht zwei Stück, weil wenn ich jetzt eine Stunde aufnehme, ist halt schon so ein Ding, dass man dann sagt, okay, da kannst du noch zweite Werbeanzeige ranpacken und lass die am Ende weg. Soll heißen, das wäre so ein Let's Play, wo man wirklich sagen kann, okay, das gebe ich mir zum Einschlafen oder so zum Nebenbeiarbeiten. Gucke mir die ersten 9 Minuten, so ein spannender Content und dann habe ich das Gefühl, ich verpasse nichts. Ich kann euch das nicht versprechen, ich weiß ja nicht, das ist ja blind. Ich habe keine Ahnung, ob das dann mit der Story so hinhauen wird, ob ich gut genug bin im Cutten, um das alles so hinzubekommen, ob das auch immer so laufen wird und ob das Projekt überhaupt Anklang finden wird. Denn wir haben halt ein, in Anführungsstrichen, Problem wieder. Viele, 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 viele meiner Kollegen werden dieses Let's Playen. Und letzten Endes ist es auch so, wenn man ein Legend of Zelda Let's Play anschaut, dann schaut man das bei Looks Like Link, vermute ich mal. Und ja, da ist das so ein Ding. Ich möchte euch ganz gerne dann was bieten können, was man entweder zusätzlich noch schauen kann oder wo man sagt, okay, das ist was Besonderes. Da bekomme ich vielleicht die Möglichkeit, bei Hanni nochmal einen anderen Einblick in Let's Plays zu gewinnen. Ne, weil ich weiß, also ich meine, ich selber werde es bei Looks Like Link gucken, andere vielleicht bei Domtendo. Ich glaube, Tyrofin wird es auch Let's Playen. Es werden so viele Leute dieses Spiel Let's Playen, sich dazu entscheiden, wo man das guckt oder ob man es mal abwechselnd guckt. Ich bin auch jemand, ich gucke Let's Plays abwechselnd, bei den anderen Leuten schaue, wie weit sie da sind und switche dann mal zu dem einen Let's Player und zu dem anderen Let's Player, weil mir das Spaß macht. Manchmal gucke ich halt auch, wenn das Let's Play mir sehr gefallen hat, gerade bei Open-World-Spielen, das bei mehreren Leuten gleichzeitig, weil man halt nie weiß, wie die Menschen so unterschiedlich ticken und vorankommen. Also, da ich sehr langsam bin, ist es, glaube ich, eine ganz gute Idee, einstündige Parts zu machen. Also eine Stunde ist jetzt sehr hochgegriffen. Also halt 40 Minuten. 40 Minuten Semi-cutted Content. Was heißt semi-cutted Content? Heißt, ich werde viel mit OBS arbeiten und tricksen, sodass ich die ganze Zeit die Möglichkeit habe, meine Webcam so einzublenden, wie ich das möchte, indem ich das halt steuere mit den einzelnen Tasten dafür und kann quasi eine Start-Stopp-Aufnahme für euch generieren, die mir ja nicht so, so viel, also die mich nicht so viel Zeit kostet, die mir nicht so viel Arbeitsaufwand macht. Und das ist dann zwar eine Start-Stopp-Aufnahme, aber mit Regie. Also ich muss halt quasi nebenbei Regie darüber führen. Ich bin dann an meinem Soundboard, ich mache das alles und kümmere mich darum. Heißt, wenn wir in Höhlen sind, gibt es Hall-Effekte, während ich rede. Ich gucke, vielleicht kann ich sogar die Belichtung einstellen oder irgendwie steuern, sodass man dann halt, wenn man in der Höhle ist, ist die Webcam auch dunkler oder
Irgendwie sowas. Ich würde es gerne atmosphärisch machen und ich würde es gerne länger machen. Und eure Gedanken dazu, was ihr meint oder denkt, okay, das finde ich cool oder die Idee hätte ich noch oder so würde ich das und das machen und kannst du das so und so bringen, schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr wollt, dass ich 40 Minuten spiele und das runtercutte auf 20 Minuten, damit nur das Spannendste drin ist und so weiter und so fort, sodass man halt so immer so ein Best-of hat jedes Mal oder zusammen, schreibt es einfach in die Kommentare. Es würde mich wahnsinnig interessieren, eure Meinung dazu, wie wir dieses Projekt gemeinsam genießen können, weil ich möchte es auf jeden Fall jetzt playen. No matter what. Und wenn es dann halt zu einer Start-Stopp-Aufnahme verkommt, ist es halt letzten Endes so. Aber ich möchte wenigstens versuchen, was anderes mal zu schaffen, was Alternatives zu machen. Denn mir lässt meine aktuelle Freizeit nicht viele Möglichkeiten für aufwendigen Cut, da ich tatsächlich an anderen Videos noch arbeite, etwas größeren Projekten und halt auch noch an diesem jenen ominösen besagten Buch. Deswegen ist da halt immer mal abends sehr ominöse Livestreams gibt mit Würfelinformationen dazu. Und ja, ich möchte auch noch nebenbei in meinem Shop arbeiten. Also ihr seht, ich habe eigentlich braucht der Tag bei mir einfach das Doppelte an der Stundenanzahl. Dann wäre mir echt geholfen. Das wäre echt ziemlich cool. Nun ja, eure Gedanken dazu. Meine habe ich genannt. Meine Ideen habe ich euch mitgegeben. Ich würde es halt gerne so machen, dass ich quasi ich habe ein Intro, das läuft. Wir haben eine Start-Stopp-Aufnahme, die so fungiert, dass ich die Möglichkeit habe, Regie zu führen. Ich würde es versuchen, das Ganze immer so zu halten, dass es das Video zum Ende hin nicht übermäßig spannend ist. Heißt, das kann man zum Einschlafen nutzen. Das wird nicht immer funktionieren. Klar, ist logisch, aber so wie es machbar ist, werde ich das dann halt tun, sodass man halt wirklich so ein Video für die Abendzeit hat, weil ich überlege immer, was will ich sehen? Was gucke ich gerne? Und das kann ich halt damit liefern, weil ich gucke gerne Videos mit Webcam, wo die Webcam aber halt auch manchmal weg ist bei wichtigen Momenten, bei Cutscenes zum Beispiel. Das mag ich einfach gerne, der Person dabei zuzusehen, wie sie so ein Spiel spielt. Meine Gesichtsausdrücke dabei sind ja anscheinend sowieso immer besonders, weil ich halt gerne mal meine Gefühle über meine Gesichtsausdrücke. Okay, und über meine Stimme. Sind wir ehrlich? Ihr versteht, was ich meine. Aber ich mag es halt, wenn die Videos lang sind, weil ich dann damit einschlafen kann. Und das sind halt die Projekte schlechthin. Gut, ist jetzt nur mein Vorschlag. Ich habe furchtbar lange darüber geredet, 7 Minuten. Eure Entscheidung, schreibt es in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, macht's gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche und ja, Switch-Hype Ende der Woche. Bevor Switch-Hype richtig real ist für euch alle, gibt es ja noch ein Video zur Switch. Für all jene, die sich noch unsicher sind, ja, nein, Kaufentscheidung, doch nicht, inklusive Unboxing, The Legend of Zelda, Breath of the Wild, Gameplay-Content und dem Nintendo Switch-Event. Und da ist auch Malte mit dabei, der seine fachmännische Meinung zu dem Gerät beim Unboxing geben kann. Gut, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut!